Seit 2003 gilt der 6. Februar als internationaler Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung. Diese wird auch als FGM oder FGM bezeichnet, was Englisch für Female Genital Mutilation ist. Leider gab es in diesem Jahr schlechte Nachrichten. Immer mehr Frauen und Mädchen sind von FGM betroffen und die Zahlen steigen weiterhin an. Laut DSW werden täglich mehr als 8000 Mädchen und Frauen beschnitten. Doch was ist FGM überhaupt nochmal? FGM bezeichnet die weibliche Beschneidung. Anders als bei der männlichen Beschneidung, wo nur ein Stück der Haut entfernt wird, wird bei der weiblichen Beschneidung den Frauen vor dem Eintreten der ersten Periode die Klitoris sowie die inneren und äußeren Schamlippen entfernt. Das Ganze wird mit Glasscherben, Rasierklingen, Messern oder Händen durchgeführt, anschließend wieder zusammengenäht und das ohne Betäubung. Für die Frauen bedeutet das krasse Schmerzen, ein hohes Infektionsrisiko, risikoreiche Schwangerschaften sowie eine extrem hohe psychische Belastung. Trotzdem wird FGM weiterhin aus religiösen und kulturellen Gründen durchgeführt. Beschnittene Frauen gelten als besonders rein und fruchtbar und die Beschneidung ist oftmals Voraussetzung für eine Heirat. Verbreitet ist die Praxis vor allem in ländlichen Regionen auf dem afrikanischen Kontinent und das, obwohl es in bereits über 28 Ländern Gesetze gegen FGM gibt. Auch in westlichen Ländern sind Frauen von FGM betroffen. In Deutschland gehen Schätzungen von bis zu über 100.000 betroffenen Mädchen und Frauen allein im Jahr 2022 aus. Aber warum steigen die Zahlen jetzt überhaupt noch? Grund für den Anstieg auf dem afrikanischen Kontinent ist vor allem die Corona-Pandemie. Durch Schulschließungen und Isolation fehlt es an Schutzräumen und die Kampagnenarbeit gegen FGM war stark eingeschränkt. Hinzu kommt die extreme Dürre, durch die viele Familien in die Armut getrieben wurden und die Verheiratung von jungen und vor allem reinen Mädchen und Frauen zugenommen hat. Aktivistinnen fordern, dass das Thema viel mehr Aufmerksamkeit und Aufklärungsarbeit bedarf. Gesetze gegen FGM müssen stärker reguliert werden, aber vor allem bedarf es Lösungen für die von Armut betroffenen Familien. Ansonsten drohen durch den Klimawandel und die zunehmende Trockenheit immer mehr Frauen und Mädchen von FGM betroffen zu sein. In der Infobox habe ich euch ein paar tolle Frauen und Vorbilder verlinkt, die sich gegen FGM stark machen. Eine von ihnen, Varistiri, kennt ihr vielleicht sogar schon über ihren Film Wüstenblume. Schaut unbedingt mal bei ihnen vorbei.